Guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Escape from Tarkov. Heute ist es ein kleines Video, ein Informationsvideo. Der Gruß geht raus an Pascal. Der hat unter meinen Kommentar geschrieben, dass er denn gerne so ein Map-Guide hätte. Und ich fange heute mal an mit der Factory. Einen kleinen Überblick von der Factory, worauf man achten sollte. Ich mache es hier im PvE-Modus, aber ohne Scavs, damit ich euch das noch zeigen kann. Und los geht's nach dem Intro. Gut, das sind wir wieder. So, ich fange jetzt erstmal mit dem Allgemeinsten an, und zwar das Allgemeinste ist die Spawnpunkte. Die Spawnpunkte fangen erstmal hier an. So, das hier ist Garage. Die Spawnpunkte ziehen sich eigentlich einmal von diesem Punkt aus hier, von der Garage, über links, über der halbe Map. Wir fangen jetzt an. Wenn man hier spawnt, an diesem Punkt, für alle, die das wissen wollen, an diesem Punkt, du spawnst hier, spielst alleine. So, dann gehen wir hier runter. Erster Punkt, da oben, wo wir gerade waren, ist der erste Spawnpunkt. Hier spawnt noch einer. Das ist der zweite Spawnpunkt. Da könnt ihr entweder, wenn ihr zu zweit spielt, den Kumpel spawnen, dass er genau neben euch spawnt, oder hier spawnt eigentlich regelrecht meist immer einer, ein Feind. Da könnt ihr dann hier hochgehen, hier die Tür öffnen und euch wegholen. Wenn ihr euch dann da hinten positioniert, könnt ihr darauf warten, oder er läuft unten rum und kommt die Treppe hoch. Oder er lässt die Tür zu und haut die Tür offen, geht raus. Das würdet ihr aber hören, weil die Tür kann man hier bloß nicht. Das ist nur eine Tür, die man peitschen kann, sonst nichts. So, jetzt gehen wir mal weiter. So, wie gesagt, Garage 1 Spawnpunkt. Das ist der zweite Spawnpunkt. Gehen wir weiter. S-Kurve. S-Kurve wäre hier der dritte Spawnpunkt. Hier spawnt ein weiterer. Das ist der dritte Spawnpunkt von der ganzen Map. Dann gehen wir weiter zum nächsten Spawnpunkt. Hier kommen die Silos. Das ist der Mitte von dem ganzen Factory-Gelände. Silos. Wenn man unten lang rennt, kommt man immer nach rechts rein. Man kommt komplett unterirdisch außerhalb den Silos. So, jetzt sind wir hier. Vierter Spawnpunkt. Hier spawnt auch immer einer. Es sind ungefähr 6 Leute, die hier eigentlich spawnen, plus dann die Scuff-Spieler. Wie gesagt, das hier ist der vierte Spawnpunkt. Dann geht's weiter. Hier hinten ist noch ein Spawnpunkt. Das ist der sogenannte Offline-Spawn. Hier. Dann geht's weiter. Wenn man hier rausguckt, hier hinten ist ein Gang. Und der Gang ist der letzte Spawn. Das ist, glaube ich, also man nennt hier die Ecke sowieso im Allgemeinen Offline-Spawn. Hier spawnt noch einer. Das spawnt dann meist so in der Höhe hier. So, da könnt ihr da gleich durch das Gitter gucken. Jetzt zum weiteren. Das waren jetzt die Spawnpunkte von der Map, wo ihr darauf achten solltet. Falls ihr jetzt hier irgendwo spawnt, wisst ihr ungefähr jetzt, wo kommen die Gegner her. Also die anderen Spieler. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Es gibt hier 3 Ausgänge. Ja, 3. Das Ding ist, ein Ausgang ist frei begehbar und die anderen 2 Ausgänge, die man hier hat, braucht man eigentlich den wichtigsten Key in Tarkov bis jetzt. Und das ist der Factory Key. Und das ist ein Raw-Gegenstand, den findet man nicht so oft. Ich habe ihn vor dem Vibe einmal gefunden. Der Factory Key. Und zwar Offline-Spawn. Ne? Ihr kennt das, hier hinten die Ecke. Factory-Gelände. Hier hinten ist ein Ausgang. Aber nur wenn man den Key besitzt. Da kann man hier die Tür öffnen. Ich habe leider den Key nicht, sonst würde ich euch zeigen. Hier auf, geradeaus durch, ist nochmal so eine rote Tür wie beim normalen Ausgang. Und da ist ein Ausgang. Das ist ein Exit. Dann der nächste Exit ist halt komplett auf der anderen Seite. Den kennt ihr ja nun. Das ist halt der sogenannte normale, der öffentliche Ausgang eigentlich in dem Sinne. Ja. So, das ist ja der normale Key. Der normale Ausgang, den kriegt man ja normal auf, den kennt ja eigentlich jeder. So,
Das ist ja der stinknormale. Warten wir die zwei Türen auf. Kommt dann raus. Das ist, stellt man sich hier. Geht, läuft schon die Zeit ab, wollen wir aber nicht. Wir gehen wieder rein. So, weiter geht's. Noch Problematik. Der letzte Ausgang. Das ist mein Lieblingsausgang, wenn ich doch den Key hätte. Das ist, da gehen wir wieder zurück in die Garage. Garagen ist sowieso einer mit meiner Lieblingsspawns. Da man sich vorher hier schön erstmal abschalten kann und sich ein bisschen verstecken kann. Das nächste ist die Treppe hier, die ich euch gesagt habe, wo wir vor uns runtergegangen sind zum nächsten Spawnpunkt. Da ist die Treppe mit dem nächsten Spawnpunkt und hier die Tür kann man auch mit dem Factory Key öffnen. Macht man die auf, ups, läuft hier rechts runter, ist da wieder so eine wie eine Art Bunkertür mit so einem Schraubdinge dran. Da ist dann auch ein Ausgang. Es gibt hier drei Ausgänge in dem Sinne. So, wenn man jetzt hier spawnt, ist meine Meinung, ist die Möglichkeit, ich warte mal erstmal ab. Ich gehe mal erstmal hier hinter, so in die Richtung. Ruhe, immer schön ruhen. Das ist das A und O. Ich weiß, es backt ein bisschen, aber es ist ein A und O. So, wenn dann sobald eine Tür gepreacht wurde, rennt auf jeden Fall einer raus. So, es gibt für die Factory gibt es drei Schlüssel. Schlüssel. Und zwar, einmal ist halt der Factory Key. Der ist aber nicht nur für die Factory gut, der ist auch für Customs gut, weil da kommt man bei Customs durch die Abkürzung. Ja, genau. So, Factory Key. So, und dann gibt's eine Pumping Station Key. Den findet man. Vor dem Vibe war so, dass man den ziemlich oft gefunden hat. Es gibt halt zwei Pumping Stations Key. Es gibt ein Key direkt vor die Tür. Und einen anderen Key für die Tür. War früher nicht so, jetzt ist es so komisch. Klingt komisch, ist aber so. So, dann gehen wir weiter. Es gibt einmal. Wir können ja mal bei den Kisten halt machen. Wenn wir schon einmal unterwegs. Ne, warte mal. Case, erstmal Case. Warum wir komplett durcheinander. Okay, so, und dann der Factory Key ist nochmal für eine Tür hier gut. Und das ist ganz oben. Die Rose kennt ihr. Wenn man die aufmacht, ist hier auf der Seite ein Regal. Ich kann es euch leider nicht zeigen. Ich würde es euch gerne zeigen. Ist hier ein Regal und da können komplette Waffen spawnen. Ich habe es schon mal gesehen bei einem YouTuber, der dort eine M4 einfach liegen gehabt hat. Wie gesagt, da könnte. So, dann haben wir hier die Tür. Die kann man nur preachen. Also wenn man das Geräusch hört in der Factory, ist auf jeden Fall einer hier oben. So, hier liegt meist Munition, hier liegt meist auch schon was mit Verbandszeug, hier kann auch mal ein Saliva liegen oder irgend sowas. Und hier drin ist auch später ein Questgegenstand. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, bei welcher Quest, ich bin da noch nicht, aber ich weiß, dass hier, dort wo meine Axtspitze ist, dort in dem Loch, dort ist später ein Questgegenstand drin, wenn man die Quest aktiv hat. So, dann geht man weiter. Hier sind die Büros. Das ist einmal eine Tür. Und zwei Türen. Kennt eigentlich auch jeder. So, man hat hier, wenn man hier so meist drauf guckt, hat man meist ein Magazin oder hier liegt auch manchmal so ein Body für eine SKS oder so rum. Hier liegt immer alle möglichen auf der Matratze. Also man, es lohnt sich schon manchmal hierher zu gucken, hier liegt manchmal übles Zeug. Hier kennt halt jeder, da ist immer mal unterschiedlich, kann auch Schlüssel drin sein, hier kann auch mal ein Factory Key drin sein, hatte ich auch schon mal. So, hier liegt meist Rubel. Liegen eigentlich so gut wie immer Rubel. Computer kann man leider nicht looten, sonst liegt hier nichts. So, hier unterm Tresor haben wir noch den Tresor. Den lohnt sich eigentlich immer zu durchsuchen. Ich mache es immer. Tresor wird immer durchlootet, weil da können Dollar drin sein, die man braucht. Rubel brauchen wir sowieso immer alles mitnehmen. So, dann mache ich immer hier Tür zu und loote noch die zwei Jacken. Hier können auch sämtliches Zeug, gutes Zeug drin sein. Das ist so meine Empfehlung hier im Büro. Dann zum nächsten Punkt. Gehen wir mal zum nächsten Punkt. Kisten. Wir gehen mal die ganzen Kisten durch. Wir haben hier einen im Treppenhaus. Das ist die erste grüne Kiste, die es im Factory gibt. Da sind halt Attachments drinne oder Granaten oder Medi. Ist halt immer mal alles durcheinander. So, gehen wir weiter. Die Tür auf. Kennt ihr. Ist unten, da ist dort eine Kiste. Na? So, das ist die nächste Kiste. Da gehen wir jetzt hier offline spawnen. Wenn man hier hoch geht, ich nenne das Ding Bunker, geht man hier hoch,
Dort seht ihr grüne Kisten. Hier bin ich auch ziemlich oft und gerne. Und zwar hier ist eine grüne Kiste, kann auch Granaten und eigentlich alles Mögliche drin sein. Ich bin ja ziemlich gerne so. Mein Guide ist eigentlich so offline spawnen, wenn ihr hier spawnt. Hier. Ich will mal kurz abweichen. Das ist ein guter Trick und ich bin damit ziemlich gut gefahren, schon öfters. Ihr spawnt, das ist so mein persönlicher Trick. Ihr spawnt, lasst die Tür links liegen, hört hier gar nicht hin, lauft die zügigen Schritt. Zügig Schritt, nicht rennen. Zügig Schritt, guckt so nach dort. Weil dort meistens die Leute lang rennen. Ihr nehmt die Treppe, geht hier hoch, verschanzt euch erstmal hier dahinter, hier so auf der Seite, so, und guckt. Dort habt ihr oben, dort wo jetzt meine untere Spitze ist, dort ist das Loch. Ja, oben der Durchbruch. Dort stehen meistens öfters Leute, die dann halt den Gang beobachten. Könnt ihr einfach einen Headshot drücken, fällt um. Hier unten seht ihr noch die Tür, die dann unten reinführt. Da auch, wenn ihr gut und schnell seid, auch noch einen wegholen. So, dann könnt ihr hier die Seite noch abdashen, weil hier kommen auch öfter Scuffs und alles lang. Das ist eigentlich ein guter Punkt hier unten. So, wenn dann zu langsam hoch eingekehrt ist, ist meine Empfehlung. Geht hier runter. Übrigens noch eine grüne Kiste. Da drinnen könnte Medi sein, da liegt ein Leiche an der Seite. Die hat auch noch öfters mal was einsteckt. So, meine Empfehlung ist, wenn es langsam ruhig geworden ist, geht hier hoch. Nicht rennen, das wollte ich euch bloß zeigen. Und setzt euch mal hier so schön in die Ecke. So. Wartet ab. Guckt auf die Seite, hier kommen viele Scuffs. In Factory ist es zurzeit wirklich krass und es kommen wirklich viele Scuffs. Setzt euch mal in die Ecke, guckt die, eben die Seite ab und guckt immer mal in die Richtung. So rum. Von dort kommen immer Scuffs, die könnt ihr alles schön wegholen. Meistens kommen auch viele dort aus der Tür, wo ich ihn zeige. Kommen auch viele Scuffs raus. Wenn ihr das dann erledigt habt, geht wieder runter. Bleibt nicht hier oben. Geht nicht oben lang. Ihr habt ja keine, ihr habt keine Fluchtmöglichkeit, wenn von der Brücke drüben schießt. So, mein Weg ist dann immer runter. Hier lang, da hoch. Ich gehe dann wieder hier hoch. Laufe hier lang. Gucke hier, ob alles frei ist. Dann laufe ich hier runter. Laufe hier unten lang, so dass der mich da oben nicht so sieht. Laufe ich immer hier unten lang. Dann erst benutze ich den Weg. Natürlich alles leise. So, kurz Cut. Merkt euch das? Hier sind nochmal zwei Kisten. Könnt ihr looten. Auch immer Zeug drin. Passt aber auf, wenn ihr hier die Kiste öffnet. Das hört man. Man hört den Ton. Das hören andere auch. Passt auf, dass nicht von oben einer runterschießt. So, dann laufe ich hier rein. Leise und laufe hier hoch. Und checke halt hier oben dann die Büros. So, ich gucke hier. Warte. Immer mal die Treppen, Augenblick haben. Warte, gucke immer mal kurz hier hinten raus. Und dann laufe ich hier, gucke so Richtung Brücke, ob da jemand drin ist. Und immer hier drauf aufpassen, dort wo ich ihn zeige, zwischen den Silos, Scuffs. Unten Straße, Scuffs. Immer drauf aufpassen. So, dann wenn das soweit ist, laufe ich dann hier weiter. Gute halt hier in Ruhe. Mein Trick ist auch hier drinnen. Geht hier rein. Lasst bitte eine Tür auf. Lasst immer eine Tür auf. Macht eine zu. Lasst eine auf. Wenn jemand von links kommt, die meisten verstecken sich hier. Ist Schwachsinn. Darauf gehen die meisten drauf ein. Ganz ehrlich. Ich habe es auch schon mal gemacht. Es kam dort jemand. Was habe ich gemacht? Ich habe mich hier runtergelegt und habe den so mit der Schrotflinte weggeholt. Klar ist blöd, wenn der von hinten kommt. Was auch geht, was ihr auch machen könnt, ist hier. Dann sehen die keine Füße, nichts und sind überrascht, wenn er auf einmal auf dem Tisch steht. Das geht auch. Was ich auch schon öfters gemacht habe, ist einfach hier. Hier warten und den dann wegholen, wenn er die Tür aufmacht. Das ist so ein Punkt. Und dann, wenn ihr rausgeht, nicht langsam. Wenn ihr hier schleicht, das dauert Ewigkeiten. Und wenn ihr immer umdenken kommt, seid ihr tot. Macht. Ihr lauft hier leise hin. So, lauft leise hin. Und dann drückt ihr die Schnelltaste, so dass ihr halt auch schnell laufen könnt. Und dann guckt ihr schnell raus, wieder zurück. Raus, wieder zurück. Wenn dann in der Zwischenzeit irgendwie Geräusche kommen oder jemand geschossen hat, wisst ihr, dass hier jemand ist. Wenn nicht, dann geht ihr raus, guckt zurück, schnell erstmal um die Ecke, die Seite sichern. Und dann müsst ihr überlegen, wo ihr langlauft. Also ich mache es dann meist so, dass ich runterlaufe. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Lauf hier runter. Mein kleiner Guide dafür. Lauf hier runter, machen das Bad auf. In der neuesten Version jetzt rennen die Scuffs durchs Bad. Und das nicht wenig. Ich mach's trotzdem. Ich laufe durchs Bad, sichere hier ab. Hier ist meist auch Zeug drin.
Lauf durch Spaß, gucke. Lauf durch, hier liegt meist. Also vorm Patch war es so, dass hier öfters der Pumping Station Schlüssel war für dort vorne das kleine Häuschen. Und dann laufe ich hier lang, sichere hier ab, gucke immer geradeaus. Also stehe so, gucke so, wenn da keiner ist. Hier einmal links, 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 geradeaus durch, hoch, runter. Geht hier oben nicht lang. Hier seid ein übelstes Ziel. Es könnten da hinten welche stehen, es könnte oben welche gehen, es steht das alles, es könnte dahinter einer stehen. Lauft nicht daraus. Ihr geht hier runter. Lauft hier runter, sichert hier die Ecken ab, guckt. Immer schön hier in die Ecke gucken, hier stehen auch meistens Scuffs rum. Schaut immer schön, zum Beispiel hier. Hier verketten sich gerne Leute drinnen, die dann die Leute holen. Oder passt auf, hier sind auch meist Camper, die euch dann wegholen wollen, wenn ihr dann raus wollt. Hier, die verstecken sich meist hier und warten, bis ihr kommt. Haltet das hier bitte im Auge, wenn ihr dann rausgehen wollt. Manche stehen nur direkt im Spawn, das ist mir auch schon passiert. Oder hier hinten. So. Das ist so meine Taktik, wenn ich im Offline-Spawn spawne. Die anderen, das ist immer so ein Glücksfall. Da kann ich keine Taktik geben. Hier haben wir noch eine grüne Kiste. So. Dann, was kann ich euch noch mitgeben, was ich weiß? Und zwar gibt es die Mission von Prepper, da muss man was in der Factory platzieren und das ist hier. Da steht irgendwas mit Bankhaus, Exit, bla, das ist hier oben. Das heißt, hier rein, hin, 30 Sekunden oder so dauert das und dann ist gut. Ich mache das meist als Axe-Runner, renne durch und blickt es her. So, jetzt haben wir schon mal die grüne Kiste. Jetzt gehen wir noch mal hier hoch. Das nenne ich Brücke. Das ist so ein öffentliches, so ein gut besuchter Platz eigentlich, wo viele hingehen. Es gibt auch noch, also man kann auch alles oberirdisch gehen. Hier stehen auch manchmal viele, die ihre Leute wegholen. Man kann hier auch alles oben langlaufen. Hier stehen auch öfters mal Leute. So. Ja, darauf auch aufpassen, die können halt schön alles abheben. Hier unten, dahinter, hinter dem blauen Container, sind auch meist welche. Die meisten kommen oben durchbruch und laufen von da hinten hoch. Hier ist Bank, hier ist also die Pumping Station, da müsst ihr auch aufpassen. Sind auch öfters Leute. Und da hinten in dem Gang, hinter den Silos, dort wo meine Axt ist, viele Leute. Seitdem, wie gesagt, seit dem neuen Update ist Factory richtig heißes Pflaster geworden. Was ich auch öfters mal mache, ist hier so. Ich stehe hier, gucke so Brücke und ebne mir ein bisschen ab. Geht dann auf die Seite. So, gucke, dass hinter mir keiner kommt. Und steht dann so da. So. Da kann ich in die Brücke. Da. Wenn unten jemand zum Ausgang will, kann ich auch mal ein bisschen abheben. Sonst gibt es ja eigentlich keinen Trick. Es gibt noch einen Jumping-Trick, den ich euch zeigen kann, wenn ihr schnell zum Ausgang wollt und einfach nur. Sagen wir mal, ihr kommt jetzt von hier, ihr werdet gejagt. Ne? Ihr kommt von hier, ihr werdet gejagt. Hier unten sind welche, lauft ihr oben lang, lauft, ruppt auf den Dingens, lauft hier runter und so. Und dann ab zum Ausgang. Das ist so ein kleiner Jumping-Einlage. Man verletzt sich dabei eigentlich auch sehr wenig, wenn man das geschickt anstellt. Man kann dadurch schnell runtergehen, schnell abhauen. Was ich auch schon gemacht habe, ist halt reingehuppt. Man kann hier auch reinjumpen. Dort oben. Geht auch. So, hier haben wir auch nochmal zwei weitere grüne Kisten. Wie gesagt, da kann immer alles Mögliche drin sein. Da sind halt noch, da hängen noch zwei Jacken so an der Wand, die man looten kann. Hier ist halt auch noch eine grüne Kiste, wenn ich die nicht schon gezeigt habe. Ich habe es schon wieder vergessen. War's das? Was haben wir denn noch? Hier, das Regal. Hier liegt auch öfters mal Medi drinne. Was auch ein guter Punkt ist, wenn man ein Freund ist für ein bisschen taktisches Warten, nenne ich das immer. Ist hier hinten. Ihr achtet keine Sau drauf. Wenn ihr euch hier versteckt, wirklich, ihr achtet keine Sau. Wenn ihr könnt aufstehen, könnt den Gang dort abnehmen und könnt gleichzeitig immer mal zur Seite gucken und könnt dort abnehmen. Weißt du, ich habe hier schon mal 20 Minuten ausgeharrt und habe hier, glaube ich, 20 Kills gemacht. Indem ich hier immer so abgeaimt habe. Weil hier achtet keiner drauf, dass in der Ecke einer hockt. Das ist ein guter Versteck.
Stellt euch vor, ihr kommt jetzt von hier, kommt hier lang, sieht man nicht, da ist die große Platte im Weg. Ne? So, dann laufen die hier lang, da guckt keiner hin, laufen hier lang und ihr könnt euch hinstellen und denen in den Rücken schießen. Oder die Leute kommen von vorne. Ihr habt so viel Schutz dort. Das ist eine richtig gute Möglichkeit. Was auch geht, dass ihr euch einen auf den Silos verschanzt. Das geht auch. Ist halt ein bisschen tricky, aber es geht. Ihr könnt halt hier auf die Silos. Ihr könnt auch in so ein Silo, aber ich glaube, da kommt ihr nicht mehr raus. Kannst du mal probieren. Ach ne, guck mal, fällt ja gar nicht rein. Okay. Guck mal, fuck. Nein, wir müssen schon mal hoch. Ja. So, was kann ich euch noch? Ich kann euch sonst weiter jetzt hier nichts von der Factory erklären. Das war eigentlich soweit alles, was ich hier erklären konnte. Wie gesagt, Tricks und Kniffs gibt es zurzeit nicht. Ich kann das selber noch nicht ein bisschen fassen, weil hier kommt ziemlich. Das Ding ist voll mit Scavs. Aber richtig voll mit Scavs. Also ich bin ja selber ziemlich am Schlucken, wenn ich hier manchmal drin bin, wie voll das doch hier ist und wie oft ich hier schön auf der Mappe kriege. Es kommen hier so viele Scavs. Ich weiß, das war ein bisschen durcheinander, aber ich wollte es euch einfach mal ein bisschen zeigen und erklären, so wo was ist. Ich meine, Patrick hat so, ich bin da nicht so drauf. Ich habe das noch nie gemacht. Ne? Ich habe noch nie so ein Tutorial gemacht in der Welt. Und ich mache das meist alles ungeschnitten. Ich habe wirklich, ich bin noch nicht so weit, wo ich sage, ja, ich schneide jetzt meine Videos, damit das halt doll wird. Ich mache es einfach so, wie es kommt. Deswegen, wenn ich jetzt hier niese oder was weiß ich, das schneide ich nicht raus. Das kommt. Ich bin auch bloß ein Mensch. Ne? So, und deswegen. Ich überlege gerade, ob ich was vergessen habe. Wir haben das. Nee, mir fällt eigentlich nichts mehr ein. Wir sind zu weit durch. Wie gesagt, Camperorte waren halt viel offline Camps, sind halt, wie gesagt, hier so, hinter den Silos aufpassen und hinter dem Rohr. Wenn ihr reingeht in den offline Spawn, also in den, offline Spawn, in den Ausgang, wenn ihr da reingeht, lauft, guckt, wenn keiner dort steht, lauft schnell um die Ecke. Nicht hier geradeaus, ne, nur schreckt, sondern, geht wirklich rein, guckt um die Ecke und schießt von mir aus einmal. Vorsichtshalber. Hier gibt es nämlich auch manchmal so einen, der hier so sitzt. Und hier genau dasselbe. Egal, ob die Tür zu ist. Macht die Tür auf, so von der Seite. Macht die Tür auf und guckt hier um die Ecke. Erstmal, also ich mache es meist so, ich gehe hier an die Seite ran, mache die Tür auf, gucke, sehe, da ist niemand, gucke hier um die Ecke und gehe rein. Sonst manchmal gibt halt solche Idis. Manche, also es gibt nur welche, die stehen gleich hier, ne, so. Warten halt, bis da endlich mal einer reinkommt. Damit sie gleich vorm Ausgang den Hut abgreifen können. Solche Leute gibt's. Was auch ein ziemlich guter Spot ist, was aber auch ein bisschen gefährlich ist, weil man keine großartigen Bewegungsfreiheit hat. Hier in der Treppenhaus laufen so viele Scavs rum. Wenn man sich so hinstellt, so, oder direkt hier, so, ein bisschen gebückt, dass man so Kopf guckt. Kommen so viele raus, die man wegholen kann. Und man kann immer noch die Seite abaimen und kann dort wegholen. Man hat auch noch den Ausgang im Blick, eigentlich, so. Habe ich auch schon öfters gemacht, ging auch ziemlich gut. Aber wie gesagt, passt bitte aufs Bad auf. Das Bad ist ziemlich heiß geworden. Das ist der Eintrick, muss ich euch noch mitgeben. Und zwar, man hört, auf welcher Etage sich die Leute befinden, die hier in dem Komplex rumlaufen. Es gibt ja drei Etagen, ne? Es gibt einmal, man hat halt hier das, man hört es, Beton,
Beton ist Treppenhaus. Ne? Treppenhaus ist Beton. Jetzt hört mal genau zu, wenn ich jetzt durchs Bad laufe. Kam das einmal? Okay, man nennt es, wenn hier welche langlaufen, Keramikbad, dann hört man gleich aus dem Bad. Das Geräusch kommt nur hier. So, dann hört man ja Metall. Metall kann hier sein, kann aber auch auf dem Steg sein, kann aber auch auf den Schienen sein. Wenn die genau auf den Schienen langlaufen, das klingt fast genauso. So, und ganz oben, das hört man. Holz. Man hört sofort, ob die hier oben sind. Ja. Gar nicht zu überhören. Hier haben wir dann halt wieder Stein. Hier haben wir wieder Metall. Aber man erkennt es halt, wenn du, sagen wir mal, du bist hier. Hörst. Und hörst auf einmal Holz. Weißt du, er ist hier auf dem Gang. Irgendwo hier. Oder Keramik, da weißt du erst im Bad. Man hört das eigentlich relativ gut. Und wenn man dann noch die Kopfhörer in dem Spiel hat, die es extra gibt, hört man sowieso alles verstärkt. So, das war mein kleiner Map-Guide. So ein bisschen erklärt. Ein bisschen durcheinander, ja. Gib selber zu. Aber es muss ja auch mal sein. Also der Patrick hat sich das gewünscht. Der Patrick. Wie komme ich denn jetzt auf Patrick, ey? Pascal. Patrick, weil mein Bruder Patrick ist. So, meine ich nicht. Pascal. Pascal hat sich das gewünscht. So einen kleinen Map-Guide, so eine Übersicht, wo muss ich, wo was ist und blibla. Und mein kleiner Skill-Guide, wie ich hier mich so durchschlänge. Versucht es einfach selber, guckt, wo die Exits sind, hofft auf den Factory Key. Und wenn ihr den Factory Key habt, ganz wichtig, tut den immer in euren Gamma-Belder. Immer. Immer schön da rein. Könnt ihr ihn nicht verlieren. Und das ist wirklich ein Schlüssel, den braucht man auf Customs und auf Factory. Und das ganz besonders. Den nehme ich immer bei Customs mit und bei Factory. So, mal gucken, was ich als nächstes mache. Die nächsten Maps sind halt größer und da wird das ein bisschen länger gehen. Ich denke mal, da wird so ein Map-Guide eine Stunde gehen. Weil ich das halt nicht cutte und nichts. Möchte ich auch gar nicht. Ihr seht dann halt die Laufwege. Da werden wir das alles in Ruhe von Stück zu Stück abklappern. Hier ist halt bloß eine kleine Map. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Stanner.